Surendra Bodell ist Rettungsflieger. Er lebt davon, dass andere sich in Gefahr bringen. Bergsteiger, die die Gefahren des Himalaya nicht richtig einschätzen. Surendra und seine Kollegen sind die erste Crew in Nepal, die Verletzte auch mit der Rettungsleine, der sogenannten Longline, bergen kann. Das haben sie von Schweizern gelernt. Ich war im August 2012 in der Schweiz zum Longline- und Bergflugtraining. Dort läuft die Bergrettung viel organisierter ab als bei uns. Wir haben noch viel zu tun, um auf Schweizer Niveau zu kommen. Ich fahre demnächst in die Schweiz, um das Fliegen mit der Rettungsleine zu trainieren, was bei uns noch in den Anfängen steckt. In der Hochsaison der Alpinisten starten Surendra und sein Team 5 bis 6 Mal am Tag zu Rettungseinsätzen bis in eine Höhe von 5.500 Metern hinauf. Heute sind die Männer zu einem Trainingsflug unterwegs. Sie üben das Finden und Bergen. Nach 30 Minuten Flug entdeckt Surendra den Mann, den sie retten sollen. Doch landen kann er den Eurocopter hier nicht. Das Gelände ist zu abschüssig. 3 Kilometer entfernt schaffen sie es. Das Rettungsseil wird am Hubschrauber befestigt. An ihm soll Bergretter Chiring zu seinem Übungsobjekt hinabgelassen werden. Haben Sie gute Chancen, den Mann zu retten? Ja, ja, ich mache mir nur Sorgen wegen des Wetters. Der Nebel steigt schnell nach oben. Wir müssen uns beeilen. In Wirklichkeit aber kommt die Hilfe oft zu spät. In der Region am Mount Everest, dem höchstgelegenen Abenteuerspielplatz der Welt. 8.848 Meter hoch. Über 4.000 Wagemutige haben den höchsten Berg der Welt bisher erklommen. 50.000 Euro muss man dafür zahlen an Nepals Regierung und die Organisatoren des Aufstieges, auch wenn man den Gipfel nicht erreicht. Das letzte große Unglück geschah am 18. April dieses Jahres am Khumbu-Eisbruch. Sherpas wollten für die Kletterer einen Übergang über die tiefen Eisspalten bauen, als sich eine Lawine löste. 16 Sherpas starben. Es war ein Schock für Nepal. Das Leid, das der Mount Everest regelmäßig über die Menschen bringt, haben viele im Tal von Kathmandu am eigenen Leib zu spüren bekommen. Viele Sherpa-Familien leben hier, auch Angpasi mit ihrem Sohn. Ihr Mann war ein sogenannter Bergsherpa. Er kletterte ganz oben, ebnete den Ausländern den Weg zum Gipfel. Die Lawine am 18. April riss ihn in den Tod. Seine Witwe und sein Sohn haben in einem kleinen Zimmer bei ihrem Bruder Zuflucht gefunden. Der Tod meines Mannes hat mein ganzes Leben verändert. Ich muss irgendwie sehen, wie ich mit meinem Baby durchkomme. Am liebsten würde ich auswandern. Umgerechnet 9.000 Euro Entschädigung, knapp 2 Jahresgehälter hat die junge Witwe von der nepalesischen Regierung erhalten. Der Mount Everest, Fluch und Segen. Mehr als 9.000 Sherpas und ihre Familien leben von den Jobs als Träger und Bergführer. Seit der Erstbesteigung 1953 schon schleppen sie Ausrüstung, Essen und Sauerstoffflaschen nach oben und bahnen den Kletterern den Weg zum Gipfel. Dabei verdienen sie gut, aber sie sind schlecht versichert. In Kathmandu treffen wir Pampa Ongchu Sherpa, einen der erfahrensten Bergführer Nepals. Er hat das Unglück am 18. April überlebt, doch ein Freund von ihm ist gestorben. Mit dessen Witwe gedenkt er im großen Sherpa-Tempel von Kathmandu der Opfer. Nach dem Unglück konnten wir nicht einfach so weiterklettern. Wir haben die Toten zu ihren Familien gebracht und dann haben wir gestreikt. Zum ersten Mal gab es einen Streik der Sherpas. Wir fordern höhere Lebensversicherungen und endlich einen professionellen Bergrettungsdienst. Genau dafür trainiert Surendras Team an diesem Tag. Sie wollen perfekt werden wie ihre Kollegen in der Schweiz. An der Rettungsleine schwebt Chiring zum Verunglückten hinab. Am Boden wird der Verletzte in einem Rettungsnetz sicher verschnürt. Mit beiden am Seil, Bergretter und Unfallopfer, fliegt der Pilot dann ins Tal. 10 Kilometer in 200 Metern Höhe bis in die Nähe einer Krankenstation. Der Pilot Surendra und seine Männer retten Menschen. Sie leben davon, dass andere sich in Gefahr bringen. Und sie hätten noch mehr zu tun, wenn die Standards so hoch wären wie der Mount Everest.
Häufig werden sie zu spät alarmiert, weil die Bezahlung nicht geklärt ist. Reisebüros und Versicherungen in Nepal scheuen oft die Kosten für Rettungsflüge. Surendra Bordell will das jetzt ändern. Mit anderen Experten will er in Nepal einen Bergrettungsdienst aufbauen, nach Schweizer Vorbild. Nach einem 10 Stunden Arbeitstag kehrt der Pilot zurück zu Frau und Tochter in sein kleines Haus am Stadtrand. Ich bin so stolz auf ihn. Er rettet so viele Menschen. Und wenn er sicher zurückgekehrt ist, ist das der glücklichste Moment für mich. Und dann beten sie. Die Götter mögen die Rettungsflieger nach jedem Einsatz heil zurückkehren lassen. Und sie beten für die Opfer.